1. April 1944. Bombengeschwader der United States Army Air Forces verwechselt Schaffhausen wegen Navigationsfehler mit Ludwigshafen. Beim Angriff verlieren 40 Menschen ihr Leben, auch beim Bahnhof schlagen die Bomben ein. Allein um den Bahnhof kommt es zu 18 Todesopfern. Ich wusste, dass mein Vater mit dem 11-Zug auf Zürich geht, zu seiner Mutter, und meine Mutter ihm Kassetten, einen Koffer runterbringt mit den nötigen Sachen drin, dass sie also auch am Bahnhof unten ist. Der Hans Bader, der bei der Bombardierung 13 Jahre alt ist, erfährt, dass sein Vater im Spital ist. Von seiner Mutter fehlt zuerst jede Spur. In der Abtankungshalle waren lauter Särge aufgebaut. Man musste sagen, wer man suche, die Haarfarbe und so Sachen. Und dann hat ein Angestellter dort oben hat in einen Sack hier gelangt, der an einem Sarg zu war, nimmt die Broschen aus und sagt, ist das die Brosche von deiner Mutter? Und dann sage ich ja. Und dann haben sie den Deckel aufgemacht und ich konnte meine Mutter noch mal anschauen. Später erfahrte Hans Bader, dass auch sein Vater im Spital ums Leben gekommen ist. Der Bub ist auf einen Schlag vollweise. Der Vater und die Mutter sind heute auf dem Waldfriedhof begraben. Der Hans Bader erinnert sich noch genau an den Moment, wo er seine Mutter zum letzten Mal im Sarg gesehen hat. Meine Mutter ist dort drinnen gelegen, das Gesicht komplett unverletzt, wie wenn sie schlafen würde. Und ich bin so da gestanden, mein Onkel hat brüllt, das weiss ich noch, und ich bin einfach da gestanden. Und da kommt ein Soldat und sagt, komm Bub, das ist nichts für dich. Auch der Max Baumann war am Tag, wo die Bomben runter sind, 13. Der Pfadfinder hat die Bombardierung aber aus einem anderen Blickwinkel erlebt. Da hatten wir zufällig eine Übung mit Kokizeichnen auf dem Säckel am Zäusli. Das ist ein Aussichtspunkt über der Stadt. Und weil es so ein klarer Tag war, blauer Himmel, Sonne, haben wir die ganze Bombardierung von A bis Z mitverfolgt, bis sie eigentlich über uns waren. Und dann sind wir in den Wald gerannt, weil wir dann noch hinten an uns sind auch noch Bomben. Die Pfadfinder entscheiden sich sofort zu helfen. Wir sind dann eingesetzt worden, weil wir eine Uniform hatten, im Naturhistorischen Museum zum Gegenstand zu retten. Der Max Baumann und seine Freunde haben alles gerettet, was noch zu retten war. Die Historiker verdanken es ihnen. Rückblickend kommt an Max Baumann die Rettungsaktion aber manchmal auch komisch vor. Wenn ich einmal mit so einer schweren Schublade runterkam, ist unten ist der Dr. Arthur Rühlinger gestanden, heute Ehrenbürger von Stadt Schaffhausen. Und der hat das ganze Museum aufgebaut und der hat gesagt, pass auf Zettel, weil die Sammlung Schalch, die hat natürlich nur einen Sinn gehabt, wenn man die Steine können zuordnen und die, alle die Funde, oder? Und wenn ich hinten nachdenke, da brennt eine Stadt, oder? Und einer kommt und sagt, pass auf Zettel. Der Historiker Matthias Wipf sagt, die Schaffhauser seien völlig überrascht worden. Niemand habe damit gerechnet, dass die amerikanischen Bomber tatsächlich ihre Bomben über der Stadt Schaffhausen ablösen. Weil während der ganzen Kriegszeit hat es 544 Mal Flügeralarm gegeben. Die Leute sind schon längst nicht mehr in den Luftschutzräumen, sondern haben da, man muss sagen, fast als Schauspiel angeschaut, haben an den Himmel geschaut, sind da sogar an die Fenster gestürzt, aktiv oder auf die Straße und haben nur geschaut, was ist jetzt da wieder für ein Flugzeug. Und man kann aus heutiger Sicht oder muss auch sagen, man hat sicher ein Drittel weniger Opfer zu beklagen gehabt im 1. April 1944, wenn die Leute ordnungsgemäß wirklich in den Luftschutzkeller gegangen wären. Nach der Bombardierung entschuldigt sich der Präsident von Amerika bei der Schaffhauser Bevölkerung. Die Vereinigten Staaten zahlen 40 Millionen Franken Schadenersatz. Der Hans Bader, der bei der Bombardierung seine Eltern verloren hat, sagt, dank seiner Grossmutter, die zu ihm gezogen sei, habe er trotz dem schweren Schicksalsschlag eine gute Kindheit gehabt.